Und ein herzliches Willkommen zurück bei The Legend of Zelda Twilight Princess in HD auf der Wii U. Und das ist der zweite Teil, also seit dem letzten Teil hat meine Aufnahmesession heute Nacht oder später Abend angefangen. Und ja, ich hoffe, ich kann dadurch jetzt einige Teile hier fertig spielen. Und ja, ich bin von Nöhr, Gameplays Hobby, und wir machen jetzt einfach mal weiter. Wir sind übrigens im Wasserschrein. Und komme hier nicht weiter. Okay, doch wieder zurück. Aber in diesen Raum müssen wir. Allerdings in die andere Richtung. Aber. Okay, runter komme ich von hier aus nicht. Schade. Jetzt muss ich gerade überlegen. Ach, da gibt es noch eine zweite Tür, sehe ich gerade. Wir müssen durch die andere Tür. Durch die zweite. Die habe ich irgendwie übersehen. Man nimmt immer erst nächstbeste irgendwie. Aber manchmal muss man auch erstmal ein bisschen weiter. So. Na gut, wir hatten ja sowieso den Schlüssel erst gebraucht. Den hatten wir auf der anderen Seite gefunden. Von daher war mir jetzt eigentlich schon richtig. So, was haben wir dann hier? Ein roter Rubin. War hier drin auch was? Tatsächlich. Wasserbomben. Als hätte man nicht schon genug davon. Sieht aus wie so ein Ninja. Ach, guck an, hier gab es noch einen zweiten Weg. Okay, wahrscheinlich nur weiter oben. Tatsächlich. Scheiße. Da ist mir dieser Vogel da jetzt allerdings im Weg. Ah, okay. Okay, da kommen wir da aber nicht rein. Dafür ist die Strömung... Oh. Donner getroffen. So ein Shit. Und nur noch 2,5 Herzen. Juhu. Wie ist da was? Ich glaube, dann nehme ich mal meinen Trank schon mal irgendwie da, wo die Schuhe sind. Denn wir sind in dem Raum, wo wir hin müssen. Okay. Was? Was mache ich denn? Hallo? Eine Kaulquappe besiegt mich. Darf ja wohl nicht wahr sein. Wie kann mich eine Kaulquappe besiegen? Das ist ja richtig peinlich. Aber irgendwie hat er mich nicht getroffen. Ah, super. Hier fängt man auch noch an. Ja, ist ja geil.
Und mit 3 Herzchen nur. Yay. Jetzt brauche ich doch wieder meine Metallstiefel. So, der tut mir schon mal nicht weh. So, die Kaulquappen lassen sich aber auch scheiße treffen, ehrlich gesagt. Ja, man schlägt als über die drüber, das ist doch... Ich weiß nicht, aber vielleicht... Mit dem Boomerang kann man damit vielleicht irgendwas anstellen? Ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl. Ich wusste denn gar nichts. Sieh dich gut um. Tja, von wo kommen die Dinger? Von dort oben. Ein Clownfrosch. Okay. Dum dum. Ich bin schon gleich tot. Juhu. Die Dinger sind ja echt scheiße hier. Am besten immer stechen. Okay. Meine Fresse. Oh, noch einer. Ah. Schwert viel zu langsam gezogen hier. Ah, ja, super. Auch noch bin ich hinten. Yay! Durch die Zunge stechen und das Vieh stirbt. Jam, das fässt man doch jetzt gern ran. Was haben wir denn da? Was ist es denn nur? Ein Greifhaken! Sehr schön. Greifhaken kennen wir ja aus anderen Zelda-Spielen auch. So. Das wirklich Blöde ist, wir haben keinen Trank mehr. So, wir können hier zwar überall oben hin, aber ich glaube, das würde uns überhaupt nichts bringen.
Weil Herzchen finden wir generell keine. Also bleiben wir direkt hier. Sehr schön. Ich bin wieder hier. So, und mit diesen Greifhaken kommt man natürlich überall sehr gut zurecht und weiter bei dem Tempel hier. Schreien. Noch einer. Der Goldene, es kommt nicht mehr runter. Scheiße. Ich wollte auch so einen Goldenen haben. Einen goldenen Schleim. Das weiß ich gerade nicht. Nee, das funktioniert noch nicht. So, das heißt, wir können hier wieder raus. Wie kommen wir später wieder hin? Ach, wie wär's mal mit meinen schönen Stiefeln? Hier unten wird es zwar auch keine Dingens geben, keine Herzchen. Aber ich weiß nicht, ich glaube, hier unten gibt's irgendwas anderes. So, immer erst mit den Greifhaken, das betäubt diese Viecher und dann kann man gut zuhauen. Ich muss grad mal ein bisschen rumgucken. Wow, das war knapp. Ich kann mich auf jeden Fall an den Endboss hier erinnern und der ist eine wahre Augenweide. Also finde ich, den fand ich richtig klasse. Den hat's gut hingekriegt. Ich hatte eigentlich in Erinnerung, dass es hier unten irgendetwas Besonderes gab. Entweder bin ich in die verkehrte Richtung gelaufen, oder? Oder ich habe mich geirrt. Da muss ich, glaube ich, hoch. So, hier muss ich wieder hoch, um wieder zurückzukommen. Eine wirklich eigenartige Sache. Ich dachte eigentlich, ich komme hier zu irgendeinem Herzteil. Aber scheinbar nicht. So, wir sind wieder zurück. Okay. Hat also nichts gebracht. Tut mir leid, 5 Minuten verschwendet. Eieiei. Das wollte ich jetzt nicht. Ach, guck an.
voll die Truhe übersehen. Die Dungeon-Karte! Okay, wir müssen wohl wieder hier hoch. Und wir könnten jetzt... Nein! Falsche Richtung. Ah! Wenn man ein bisschen zu schnell spielt, ja. So, ganz hinten hin. Der Eingang. Wieso tauchen diese Viecher immer wieder neu auf? So. Dann machen wir doch mal weiter. Dorthin, wo uns das Wasser hinführt. So kommt man nämlich da durch und weiter. Ja. Oha, ja, das war blöd. Runterfallen ist nicht. Also runterfallen sollte man auf jeden Fall vermeiden. Okay, da könnte ich hin. Und da haben wir schon wieder Wasserbomben. Hey, welche Überraschung. Die vierten sind das, die wir da schon gekriegt haben. Ach so. Okay, da geht's nicht weiter. Muss ich gerade nochmal überlegen. Wo müssen wir hin? Ich sehe ehrlich gesagt nichts. Ah! Somit sind wir oben angekommen. Und was haben wir da? Eine kleine Truhe. Mit 20 Rubinen. Okay, aber jetzt muss ich wieder da entlang zurück. So, würde sich das alles drehen, wäre das Ganze natürlich viel einfacher. Aber halt, Moment, sowas kennen wir ja doch schon. Das kriegen wir also gleich hin und du kommst erstmal raus. Genau.
Hallo? Ich wollte da drauf? Hallo? Ah. So. Leider ist jetzt auch noch nicht ganz so viel passiert. Wir sind jetzt zwar in einige neue Räume gekommen und sowas, also man konnte jetzt zumindest durch dieses Video sehen, wie es weitergeht. Ja, ich rede mit dir, Evileorekt. Weil du mich ja ständig gefragt hast, weil du da weil du hier entweder gehangen hast oder noch hängst. Jo. Siehst auf jeden Fall jetzt, wie es weitergeht. Euch anderen Zuschauern, ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn jetzt noch nicht allzu viel jetzt passiert ist. Und für diesen einen Wasserlauf da einmal um den Kreis tut es mir echt leid. Ich hatte eigentlich eine Erinnerung gehabt, dass da unten irgendwas versteckt war, aber anscheinend war da nichts. Das habe ich vergessen, leider. Okay, das war The Legend of Zelda Twilight Princess in HD auf der Wii U mit mir von Nöher. Gameplays als Hobby und ich hoffe, es hat euch gefallen. Folgt mir hier mit einem Abo und folgt mir auf Facebook und ja, lasst einen Daumen nach oben da. Ich würde mich auf jeden Fall drüber freuen und würde euch auch herzlich willkommen heißen. Alles klar, wir sehen uns hoffentlich bei einem anderen Let's Play oder auch hier beim nächsten Teil hoffentlich wieder. Und ja, bis dahin auch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.